Heute ist hierbei die bessere Hälfte der Spielzeugwahnsinn ausgebrochen. Ich begrüße nämlich recht herzlich das Ehepaar Herbert und Margit Meyer. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Den Herbert Meyer, den kennt man unter anderem vom Bürgerhaus in Neumarkt, aber man kennt eigentlich die komplette Familie, sagen wir mal, als absolute Lego-Fans. Die haben schon einen Großteil der Jurastadt in Lego nachgebildet und trotzdem kochen wir heute. Und, das kommt noch dazu, der Herbert Meyer baut hier links unsere Showküche beim Möbel Werner aus Lego nach. Ja? Genau. Schauen wir mal, wie das wird. Und Margit, was gibt's zum Essen? Also bei uns gibt es heute Reiberdaci und wir machen es heute einmal deftig mit Schinken und Gemüse. Wir machen es heute auf die deftige Art. Das machen wir. Gut, los geht's. Ich würde sagen, Herr Baumeister, legen Sie los. Doch. Und wir legen los mit Kartoffelschälen. Gewaschen haben wir sie schon. Genau. Darf ich dir mal einfach eine geben? Genau, danke. Und wir schälen dann da rein. Jetzt muss man dazu sagen, wenn Sie sich das hier schon mal anschauen, er hat den Grundriss hat er schon mal vormodelliert. Wie viele Steine hast du jetzt da in Verwendung ungefähr? Ungefähr so 300 Stück sind es ungefähr. Okay. Ja. Ja, das wird ein bisschen ein größerer Maßstab sozusagen. Richtig, also nicht der normale Minifigur-Maßstab, nachdem halt jeder Lego-Hobbybauer baut. Minifigur, ja, knappe, ja, so 3,5 Zentimeter groß. Und das sind die Minifiguren oder Maxi-Figuren aus den 70er Jahren, mit denen kann man halt einen etwas größeren Maßstab bauen. Ihr seid ja allgemein Lego-affin, ne? Also eigentlich ihr beide. Das ja, ist jetzt nicht nur schon. Das Hobby vom Herbert. Nein, mach mal, ist Familie, das stimmt ja. Okay. Und die Söhne auch? Die Baum, ja. Ja, begleiten uns auf Ausstellungen oder helfen was mit, auf jeden Fall. Also die kennen das ja von klar auf. Okay. Also die haben da voll dabei. Okay. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt auf Weihnachten zusteuern, liegt dabei allen dann Lego unterm Baum als Geschenk oder? Naja. Bei allen? Hauptsächlich wahrscheinlich bei mir. Bei dir. Okay. Nein, beim Großen da jetzt auch schon andere Sachen. Aber okay. Also ein Geburtstag oder ein Weihnachten ohne Lego gibt's nicht. Das stimmt echt. So, was als nächstes? Reiberdaci heißt das Ganze. Drum. Genau, folglich den wir jetzt reiben. Du hast eine Reibe, hast gesagt. Ja, haben wir hier. So. Welche Reibeseite ist dir denn lieber? Ja, je feiner, je besser. Okay. Je feiner, je besser. Dann holen wir hier noch einmal eine kleine Schüssel zum Reinreiben. Genau. Das ist doch unglaublich. Innerhalb von ein paar Sekunden hat er hier schon den Herd modelliert. Lass dir frei Zeit, du. Wir haben unbedingt. Du bist jetzt wieder eher fertig, weil das Essen, also die Küche ist schon mal soweit. Ja. Backofen, klar, logisch. Schon mal alles vorbereitet. Okay, gut. So. Dann reiben wir mal. Genau, willst du starten? Und woher genau kommt jetzt bei dir diese Liebe zum Lego? Ha. Im Prinzip, also wir haben in die Mitte 70er Jahre, wir machen vier Geschwister. Und meine ältere Schwester hat damit angefangen. Ich habe praktisch schon mal irgendwann mal Lego geschenkt gekriegt. Mhm. Und so ist er dann praktisch immer wieder in die nächste Generation gegangen. Ja. Das heißt, irgendwann haben dann wir drei Jungs auch Lego gehabt. Mhm. Und ja. Okay, aber das ist jetzt praktisch, da hast du dich jetzt von der Realität leiten lassen und genau. Baust unsere Küche nach. Genau. Und das machen wir auch gleich weiter. Aber wir müssen mal ganz kurz in die Werbung schauen. Denn das gehört auch dazu. Gleich geht's weiter. Die bessere Hälfte. Neumarkt TV kocht. Präsentiert von Möbel Werner. Wir machen Küchen bezahlbar. Die bessere Hälfte. Heute mit der Familie Herbert und Margit Meyer, bekannt unter anderem als absolute Lego-Experten und Lego-Fans. Und während der Herbert Meyer hier unsere Showküche nachbaut, machen wir Reiberdaci deftiger Art und haben dazu jetzt schon Kartoffel gerieben. Insgesamt drei Reiben verschlissen plus eine halbe Fingerkuppe. Das heißt, das können wir schon mal hier wegbringen. Und das Ganze jetzt noch mit Eier und ein bisschen Mehl vermischt. Das genau. Ist jetzt unser Teig. So. Wie geht's denn weiter, genau. Margit? Jetzt haben wir die Pfanne schon ein wenig vorgeheizt, aber die braucht noch einen Moment. Und dann geben wir großzügig Öl mit rein. Jawohl. Großzügig? Ganz großzügig, dass die nicht hinpippen. Genau. Jetzt warten wir einfach nur einen Moment. Übrigens, liebe Nichtfranken, hinpippen, hinkleben. Dann haben wir hier Schinken. Genau. Das wird dann für die Füllung, ne? Ja, hätte ich dich gebeten. Bist du noch schneidtechnisch im Einsatz? Ach, ja, weißt, ne? Ich habe ja nur eine Hand. Ne? Bitte in kleine Würfel einfach schneiden. Okay. Einfach einmal so runter und wieder rüber. Jawohl. Einfach kleine Würfel schneiden. Alles klar. Und die Küche wächst und gedeiht.
Die Küche wächst und gedeiht, genau. Könnt ihr beide in einen der bekannten Lego-Stores gehen, ohne was zu kaufen? Oh, schwierig. Schwierig? Ja. Schwierig. Schwierig. Okay. Also mindestens mit einem Becher voll Lego kommen wir immer raus. Ja. Immer. Immer. Keine Chance. Ja, oder im Legoland. Ich bin auch schon so drauf gepolt, irgendwie, Schnäppchen oder brauchen wir noch? Also, ja. Legoland ist ja auch so ein, sag ich mal, ein Mekka für Lego-Fans, gerade auch für Lego-Bauer, die versuchen, die Realität nachzubilden, sage ich mal. Irre, was die da machen, oder? Also, ja, absolut, Wahnsinn. Und da kann man natürlich auch sehr viele Ideen rausholen, so als selber als Lego-Bauer. Und viele sagen, was Lego kann, kann ich auch. Und machen es dann. Und machen es dann, so genau. So wie du zum Beispiel mit der Jurastadt oder dem Rathaus. Das hast du ja die letzten Jahre schon alles gemacht. Richtig. Und ich habe schon gehört, er belegt auch immer das Schlafzimmer damit. Sehr, sehr. Okay. Wenn immer Bauphase ist, habe ich echt gut zu tun, überall hinzukommen. Aber dann denken wir wieder, es wird wieder besser. Es wird weggeräumt. Das ist immer in der Bauphase, da ist recht abenteuerlich, bin ich ehrlich, ja. Aber es entspannt sich wieder die Lage. Es entspannt sich wieder. Die Lego-Lage. Okay. Was machen wir mit dem Schinken? Du hast gerade schon zwei Rabadachi drin. Ja, genau. Na, dann warten wir doch mal, bis die schön goldig braun sind, würde ich sagen. Bauen und brutzeln weiter und schauen ganz kurz, wer diese Woche den Blumenstrauß der Woche bekommt. Der darf nicht fehlen. Nun blüht er wieder. Der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen. Garten und mehr. Eferstraße 6 in Neumarkt. Heute gibt es aber keinen Blumenstrauß der Woche, sondern ein Adventssträußchen der Woche. Denn ich finde, es ist höchste Zeit zum Dekorieren. Haben Sie zu Hause schon ein bisschen weihnachtlich dekoriert? Ja, die Fenster. Und zwar? Im Wohnzimmer die Regale mit Lichter, Weihnachtskugeln, Adventskranz machen wir jetzt selber. Bunte Lichter zum Beispiel gefallen uns überhaupt nicht. Ja. Dann vielen Dank und viel Spaß noch. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eferstraße 6 in Neumarkt. Die fertigen Rabadachi, die wollen wir noch ein bisschen erwärmen und jetzt einfach ein bisschen Schinken drüber und geriebenen Käse. Streuseln wir mal ein bisschen rein, jawohl. Also genau, oben drüber einfach ein wenig über die Rabadachi und dann auch in Käse auf die Rabadachi. Jawohl. Genau. Warm ist es schon. Und wer das will mit Gemüse, der kann sich da richtig austoben. Mhm. Mit Lauch, mit einer geraspelten Karotte oder alles drüber, Alles drüber oder Zucchini raspeln und nur ein wenig mit überbacken. Paprika, danke. Bitte. Es ist auf jeden Fall, sehe ich hier gerade auch schon links, es ist auf jeden Fall eine relativ realitätsgetreue Nachbildung unserer Küche. Tada. Ja, jetzt fehlen eigentlich bloß nur die Manschkerl, wie man hier so schön sagt. Die letzten Steine der Wand kommen. So. Ich glaube, ich würde auch lieber Lego bauen und dann den Lieferservice anrufen in der Zeit. Aber Rabadachi liefern wird schwierig. So, wunderbar. Das Ganze darf jetzt noch ein bisschen hier brutzeln und den Käse noch etwas zerlaufen lassen. Und ich würde sagen, wir schauen währenddessen mal, ob wir Ende November zerlaufen werden, also temperaturtechnisch. Ich glaube es nicht. Frostig geht das Wochenende weiter, bei Minusgraden zwischen -2 und 0 Grad. Am Samstag kommt es immer wieder zu leichtem Schneefall oder auch Schneeregen. Die dunklen Wolken bleiben und bescheren einen regnerischen Sonntag mit Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Die neue Woche startet etwas wärmer mit bis zu 7 Grad. Morgens ist noch mit leichten Regenschauern zu rechnen, diese werden gegen die Mittagsstunden aber immer seltener. So, schaut mal, unsere Rabadachi sind schon fertig und auch unsere Lego-Mini-Küche, die hat der Herbert Meyer gebaut. Und sie haben nicht nur die Küche in Mini nachgebaut, sondern auch uns ein Rezept mitgebracht und zwar Rabadachi, ein bisschen mit Schinken und Käse überbacken. Ich denke, es wird genauso gut schmecken, wie es aussieht. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden, dass ihr da wart. Ja, gerne. Weiterhin noch viel Spaß im Legoland. Irgendwann ist Neumarkt wahrscheinlich komplett nachgebaut, oder? Irgendwann. Okay. Ich würde sagen, wir braten jetzt noch die letzten raus. Das Rezept immer unter neumarkt-tv.de und in der aktuellen Ausgabe vom Neumarkt der Wochenblatt. Und um das Ganze jetzt fertigzustellen, nutzen wir aber auch die kleine Küche, weil dann geht es schneller. Dann geht es doppelt so schnell, genau. Okay. Also ich würde sagen, ein bisschen Öl rein und so. Ja, okay. Öl bitte. Ja, Öl. Genau, machen wir. Ja, wir schauen. Super, danke. Genau. Dankeschön fürs Zuschauen und schönes Wochenende. Tschüss.